Jetzt ist auch mein Assistent eingetroffen, sonst wäre ich ziemlich allein. Eberhard Fickemeyer vom ZDF hilft mir kollegial. Herzlichen Dank vielmals. Wir hatten es ein bisschen schwer hier, aber das braucht Sie gar nicht erst zu interessieren. Sie interessieren sich mit Recht nur dafür, was ankommt. Und ich will sehen, ob dieses Spiel schneller wird, ob es ein anderes Tempo hat als die Begegnung in Rio, zu der es in dieser Beziehung auch noch einiges zu sagen gäbe. Briegel am Ball. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden, wenn ich Ihnen häufiger die Namen nenne als sonst, denn bei dieser Vogelperspektive und Totalen geht das wohl nicht anders. Natürlich muss ich nicht sagen, in jedem Fall, dass das Kals ist und dass jetzt Briegel am Ball ist, aber ich will es trotzdem tun. Zusammenspiel drüben mit Littbarski, dessen Knöchelverletzung nicht so schwerwiegend war, wie man zuerst geglaubt hat. Der Fall ist behoben. Da kommt Passarella, ein Libero, der gern mit nach vorn geht. Und mit der 10 zum ersten Mal Madonna am Ball gewesen. Er hat eine andere Nummer, guck mal. Sie haben ja falsche Nummern gegeben. Stimmen die? Spezialist für Freistöße ist eben dieser Passarella, der Kapitän. Maradona steht zwar am Ball. Ich meine, das wären 10 Yards, 9,15 Meter, die unsere Abwehrspieler, die alle zurück sind, alle. Das ist keine einzige vorn. Pfostenschuss von Calderon nach diesem geschickten Trick von Maradona. Wir wollen es nochmal sehen. All Green. Gallejo. Karl-Heinz Förster. Nochmal am Ball. Matthäus orientiert sich so langsam zu Maradona. Natürlich sollten diese Attacken nicht mit einer Regelwidrigkeit eingeleitet werden, denn das schafft entsprechende Kontrastimmung. Littbarski, 1-2 und ein Foulspiel. Und zwar diesmal von Passarella, der ja nicht gerade zimperlich ist. Das ist aus der Weltmeisterschaft bekannt. Mit Müller hat nicht so gut geklappt. Wieder Maradona. Der Aufbau folgt ziemlich systematisch mit mehreren Querpässen. Olguin. Und immer wieder zurück, immer wieder wird Passarella gesucht. Sein Gehilfe mit der Nummer 2 ist Galvan. Calderon, Briegel,
keine glückliche Entscheidung, die Vorteilsregel hier anzuwenden. Müller. Fremler. Litbarski, dessen Verteidiger es schwer haben wird, ihm zu folgen. Erster Eckstoß in diesem Spiel. Breitner, haben Sie gesehen, am Boden. Wir werden gleich sehen. Offenbar hat er einen Schlag auf die linke Wade bekommen bei diesem Foul von Gallejo. Professor Hess rechts und Erich Deuser links. Das dauert ihm schon wieder zu lange. Der Libero. Breitner. Müller gegen Maradona. Breitner. Fremler. Rubesch. Menotti, zum Trainer der Argentinier werden wir ja nachher etwas zu sagen haben. Denn er hat sich nicht gerade sehr positiv über einzelne Spiele der Deutschen und über unser gesamtes Spiel in Rio geäußert. Maradona. Freistoß, ich glaube, dass das eine Fähre. Attacke war, ein Rempler mit dem Oberkörper bei angelegtem Arm von Briegel. Breitner. Links und rechts von mir sprechen ungefähr 100 Radioreporter und eben erfahre ich, dass sich alle getäuscht haben in der Ansetzung des Schiedsrichters. Schiedsrichter ist nicht Cardellino, sondern Bazan, Uruguay. Offenbar hat man in letzter Minute gelost und das Los ist auf Bazan gefallen. Dafür kann ich auch nichts, zu dem Fehler stehe ich. Das ist halt nun mal hier so. Viele Dinge sind unklar und bleiben es auch bis zur letzten Minute und vielleicht auch noch in der Zukunft. Verletzt am Boden Briegel. Das sieht nicht so gut aus, oder? Sie sehen es, der Schwamm aus dem Eiswasser gehört dazu. Breitner, da ist Briegel schon wieder. Und Müller. Vielleicht hat Ballay jetzt schon seine Nervosität abgelegt. Macht lässig Matthäus. Müller. Oh, schade, abseits, obwohl der
oder der Flanken- und Flügelwechsel über 40 Meter kam, muss ich sagen, in der Tat abseits, gelbe Karte für Horst Rubesch, weil er reklamiert hat, aber ich glaube schon, dass die Entscheidung richtig war. Calderón, der sehr häufig wechselt von links nach rechts. Wäre kein Problem geworden für Harald Schumacher, aber die Leute springen wie ein Mann von den Sitzen hoch, wenn ihm eine solche Aktion gelingt. Verständlich, denn auf ihn setzen sie natürlich alle Hoffnungen für Spanien. Karl-Heinz Förster, Stielicke, nochmal Karl. Und Briegel, der dort Raum hat. Rubesch. Hat er mit den Ellenbogen ein bisschen zu stark geholfen, das ist klar. Freistoß aus der argentinischen Abwehr heraus. Roy Green. Ramon Diaz, ein junger Mann von 22 Jahren. Und Maradona, da Sie ihn nicht so genau kennen, aber Sie haben ihn wohl vorhin gesehen. In unserem Vorfilm muss ich ihn immer wieder nennen. Remmler war das. Kalt. Breitner, dürfte aber auch ein kleines Foul geben, der Schiedsrichter, ja. Es wird, das kann man jetzt schon sagen, mit größerem körperlichen Einsatz gespielt als am Sonntag in Rio. Briegel, Litbarski. Förster. Rubesch, Kalz. Gut gesehen, Tremmler. Ist jetzt nicht so offensiv wie in der ersten Stunde gegen Brasilien. Zu Abschluss. Paul Green. Reya, auf unserer Bank herrscht offenbar noch Ruhe und Zuversicht. Machen Sie Schumacher keine Vorwürfe, wenn er die Bälle nicht festhalten kann. Hat ja unheimliche Reflexe, aber hat offenbar Probleme. Das ist ja lächerlich, so weit geht es heute im Fußball. Die Südamerikaner spielen gern mit 0,7 Atü Druck und es gibt sogenannte Flattermänner, wie die Fachleute sagen. Und das ist nicht so einfach für ihn. Maradona. Stielicke. Hansi Müller. Briegel. Stielicke. Der Libero mit nach vorn. Nochmal Briegel. Litbarski. Jetzt zieht er natürlich da drüben zwei Mann auf sich, gar drei.
bringt immerhin einen Eckball. Den zweiten. Müller. Weidner. Bitte auch noch mal zeigen, wenn es geht, meine Herren. Aber es geht zu schnell nach vorn. Kein Vorwurf. Doch. Ich gucke in dieser Zeit zum Spiel. Ja, das schon wieder läuft mit Kals, Stielicke. Die deutschen Spieler Rubesch sind offenbar der Meinung, der erste Ansturm sei abgefangen. Gehen selbst ein bisschen zur Offensive über. Müller. Riegel. Vier deutsche Abwehrspieler gegen vier Angreifer. Aber Maradona hat ein bisschen die Übersicht verloren. Unser Vorstopper Förster. Sitzbarski da drüben. Haben Sie gesehen, er arbeitet halt sehr viel. Er ist nicht nur ein Aufbauer dieser Maradona, sondern auch ein gefährlicher Torschütze. Er bietet sich schon im Mittelfeld an, um die Bälle zu übernehmen. Kempes. Abseits. Für die deutsche Elf. Meidner Kals. Matthäus. Da hat er seinen direkten Gegenspieler ein bisschen ins Geschäft gebracht. Er markiert ihn nicht so eng wie am Sonntag Sico. Aber er wird wissen, warum. Denn umso leichter ist man natürlich auszutricksen, wenn einer so perfekt den Ball beherrscht. Minuten sind gespielt, immer noch 0-0 im Spiel zwischen Argentinien und der Elf aus der Bundesrepublik Deutschland. Deutsche Elf ganz in Weiß, Argentinien, aber das wissen Sie, wenn Sie so spät sich noch diese Übertragung ansehen, wie üblich, blau-weiß längs gestreiftes Trikot, schwarze Hose. Durch das Teleobjektiv so nah sind die nicht an Schumacher. Abstand etwa 35 Meter. Kempes hatte den Freistoß ausgeführt. Er lässt den nochmal wiederholen, weil Horst Rubesch nicht den entsprechenden Abstand eingenommen hatte.
der kennt die südamerikanischen Maßstäbe offenbar noch nicht. Schon gefährlicher, aber nicht bei Schumacher. Stinicke, Matthäus Riegel, Deutscher Elf macht es ähnlich wie die Argentinier, baut sehr ruhig und sachlich von hinten auf, ohne dass der Fehlpass ausbleibt. Das könnte abseits gewesen sein, da es aber nicht zur Wirkung kam, wäre es eine Strafe und kein Vorteil für die abwehrende Mannschaft, also geht es weiter. Paul Green. Galvan. Galvan kümmert sich wenig um Rubesch. Das ist nicht das klassische Abschirmen, wie es bei uns üblich ist. Oh, Leute. Ein bisschen Glück gehabt. Barbas war der, war das. Ja, ich wollte sagen, wenn ich so viel über die Argentinier erkläre, dann deshalb, weil sich daraus auch die Spielweise der Deutschen ableiten lässt. Also Galvan, der Vorstopper, lässt Rubesch relativ viel Spielraum und vertritt sehr oft natürlich den vorpreschenden Pasarella, was der gern macht. Das ist Calderón mit der Nummer 7, kommt sehr oft vom linken Flügel. Pasarella, da ist er wieder. Green. Tremler. Das ist richtig. Argentinier spielen hinten jetzt im Augenblick eine klare Vierer-Abwehrkette, ohne Vorstopper, ohne Libero, aber das kann sich sehr schnell ändern. Das ist Karl-Heinz Förster. Und faul. Ein Foul von Pasarella, der natürlich viel kann, natürlich auch das. So. Schade, dass sie den Strafraum nicht sehen jetzt in der Totalen. Aber Kempes mit den langen Haaren, da spielt ja gerne einen zurückhängenden Linksaußen, aber jetzt wohl mehr aus der Not denn als aus der Tugend. Schafft er nicht mehr. Richtig gesehen. Breitner.
zwar reklamiert. Müller dort drüben. Dürfte gepfiffen werden, ja, hat er auch. Sie sehen es am ausgestreckten Arm. Abseits. Aber nicht zum Tragen gekommen, wenn der Ball abgefangen worden ist. Tremmler und Breitner. Schnell im Antritt. Maradona. Hat sich gesehen im Zweikampf gegen Matthäus. Aber die deutsche Abwehrreihe da, einschließlich Mittelfeld, steht sehr gut gestaffelt. Und ich bewundere den Mut von Uli Stielicke, der ja auch in Rio sehr gut gespielt hat, dass er geht. Da ist er jetzt ganz vorne. Von Briegel eingesetzt. Sitbarski. Du mach doch mal so wie in Wien. So wär's das doch. Ein bisschen weiter zurück. Nein, abseits. Natürlich, das ist das Umgekehrte. Wie in der Ziehharmonika ziehen sie sich zurück und zusammen und haben auch noch eine geschickte Abseitsposition jetzt gestellt, sodass Breitner hineingelaufen ist. Aber Durchhänger hat das Spiel noch keine. Und ich möchte eigentlich beiden Mannschaften ein Kompliment machen, insbesondere der unsrigen. Das hat nichts mit Nationalismus zu tun. Aber für uns sind nun mal die Verhältnisse, die klimatischen, fast unerträglich. Das haben wir alles gewusst und trotzdem bin ich dafür, dass diese beiden Spiele ausgetragen werden. Denn man weiß hinterher wenigstens, wo man steht im Verhältnis zum südamerikanischen Fußball. Man kann den Gegner studieren. Müller-Breitner. Er hat natürlich den Blick Maradona, wo er dann hinspielen muss, wenn er so ein Geschenk bekommt. Da ist er wieder am Ball. Ja. Calderón. Oh, das wird schwer. Oh, dachte ich mir so. Tremmler. Matthäus. Briegel. Breitner. Foul. Oh je, in einer sehr günstigen Situation. Da sehen Sie alles, was ich Ihnen nicht zu sagen brauche, wenn Sie ein bisschen zu spät gekommen sind. Ja, keinen Wert, mit ihm zu diskutieren, er versteht es ja nicht. Spricht ja auch nur seine Muttersprache. Den erwische, der mir vorhin einen falschen Schiedsrichter genannt hat. Aber
aber das wird schwer möglich sein hier oben. Wir verstehen ihn schon eher. Mit Baski. Nochmal. Jetzt kommt Matthäus. Wo ist er jetzt? Der Calderon da drüben. Übersicht beim Kurzpass von Tremmler. Mensch, quer übers Feld. Noch mal nach links. Aber von oben sieht man es halt so gut. Hier wird es immer enger. Das ist enger, als es bei Ihnen jetzt aussieht, mit der verschobenen Perspektive da. Matthäus. Tremmler. Da drüben geht es noch weiter, glaube ich. Nein, hat ihn absichtlich ins Ausgelassen. Neu der Eckstoß. Der dritte, Müller. Balay. Und Tremmler. Und das wär's doch. Und das war's doch. Also, 1-0. 33. Minute. Also, dem Mann gönne ich das einfach. Der hat am Sonntag geschuftet schon in Rio, sage ich Ihnen. Da war er plötzlich offensiver Mittelfeldspieler. Was der gebracht hat, am Schluss ist es nicht mehr so gegangen. Ja, das ist eine Riesenfreude. Nochmal das Ding. Hopp, hau rein. Ist er. Hat heute ein kleines Jubiläum, macht sein 10. Länderspiel, macht ein Tor. Heute Abend in der blauen Stunde gibt es eine kleine Ehrennadel vom DFB. Ja, jetzt wird der Herr Menotti ein paar Zigaretten mehr und schneller an der Kette rauchen müssen. Das hat er nicht gedacht, nachdem er gesagt hat, wir hätten destruktiv in Rio gespielt. Ich meine, wir können das Ding hier immer noch verlieren, das ist ganz klar. Aber vielleicht hat er sich's einfacher vorgestellt, der Herr. Er nimmt es mit Zweien auf und geht immer noch. Langsam, Stielicke, Breitner. Jetzt kriegt unsere Mannschaft schon die zweite Luft. Müller, Tremmler. Immer das Abspiel aus der Hand über Olguin. Bei Kempes und Basareya, der Kapitän da am Ball. Calderon, Stielicke, Breitner. Allemal.
Der Linienrichter hat es angezeigt, der Schiedsrichter hat auch die Hand gehoben, aber das kann man ja machen. Da Schumacher die bessere Position hatte zum Abwerfen, dann braucht man den Freistoß nicht zu geben, wenn er nicht gepfiffen worden ist. Also ich habe Ihnen nichts Falsches gesagt, aber da käme es auch nicht mehr drauf an. Ja, Foul von Herrn Kempes. Müller, ah doch, ist auch gepfiffen, ja. Ist gepfiffen worden. Förster, Matthäus, nochmal Förster, Kalt, Müller, Litzbarski. Wieder Müller. Vierter Eckstoß. Von diesem Müller hat Herr Menotti gesagt, er wird dick und ohne Kondition. Das werden Sie vielleicht morgen in Ihren Zeitungen lesen. Dick ist er bestimmt nicht geworden. Schlechte Kondition hat er auch nicht gehabt, aber es hat ihm vielleicht die Spielpraxis gefehlt in der Nationalmannschaft. Heute sieht es ja schon wieder ganz anders aus. Rubesch muss halt auch mal irgendwann wieder ein bisschen Glück haben. Das gehört halt dazu bei ihm. Wie lange haben wir denn noch? 38 Minuten, noch 7 in der ersten Halbzeit. Weidner, auch offensiver als in Rio, sehr gut. Ist aber schon wieder verletzt, da liegt er. Mitgehen. Jawohl. Halt ein Torhüter, der nicht nur auf der Linie unwahrscheinliche Reflexe hat, er weiß halt auch, wann er raus muss und wie weit. Wird gleich unterbrochen werden, das Spiel wegen Breitner. Im Moment läuft es noch, weil der Ball nicht aus dem Spiel ist. Kick ihn doch raus, da drüben. An 1 geht schon wieder weiter, Breitner steht. Abseits, wieder gepfiffen, Vorsicht, lass weg, ja. Maradona. Calderon. Maradona. Das ist tückisch, der hebt die Bälle aus dem Stand so in den Strafraum über alle Abwehrspieler hinweg. Jetzt kommt ein Sprint. Müller. Kalt. Was hat er gegen Rubens? Kann doch gar nicht wahr sein. Ja, gefährliches Spiel. Indirekter Freistoß. Ja. Thank you.
wenn es relativ so gut läuft wie bisher, dann ist es eigentlich gefährlich zu sagen, dass uns natürlich in der Mannschaft zwei so hervorragende Anspielstationen fehlen wie Karl-Heinz Rummenigge und auch Felix Magath, der ja mit überraschenden Pässen Gassen öffnen kann. Aber fast müsste man sagen, das kommt eben erschwerend oder erleichternd noch hinzu. Da drüben macht sich jetzt aber einer auf den Weg, Tarantini. Wenig gesehen bisher. Ramon Diaz. Der Mittelstürmer gehörte zur Junioren-Weltmeisterschaftsmannschaft der Argentinier. Die Argentinier waren das 1979, was unsere Jungen 1981 erreicht hatten. Da war der Torschützenkönig damals, ein ungeheuer gefährlicher Mann. Ist jetzt bei Karl-Heinz Förster gut aufgehoben. Der erste Eckstoß. Ich glaube ich schon am Anfang, er geht gern mit nach vorn bei Eckbällen und führt sehr viele Freistöße aus. Aufgestützt, das heißt, Rubesch ist unterdrückt worden. Drüben auf der linken Seite steht Breitner. Noch ein bisschen weiter vorne, wäre noch besser gewesen, aber das sieht auch gut aus. Jetzt kriegt er erst den Ball. So ein Flankenwechsel mal, auf Anhieb, nicht über drei Stationen, das wäre was. Litwarski. Fast sieht man ihm die Aufregung im Gesicht an, die Nervosität. Das kann ich verstehen. Kalt. Maradona, haben Sie gesehen, am eigenen Strafraum ist er sich nicht zu schade, dort schon die Sache in die Hand zu nehmen oder in die Füße. Riegel. Noch knapp eine Minute. Dann geht es in die sicher verdiente Pause für beide Mannschaften bei diesen extremen Temperaturen. Ich bin sicher, wir haben immer noch 25 Grad hier in Buenos Aires. Und das, was wir hier oben ein bisschen als Wind empfinden, ist da unten im Kessel sicher nicht zu spüren. Und ich bin auch überzeugt, dass die Pause ein bisschen länger dauern wird als nur 10 Minuten. Damit müssen wir rechnen. Eine gute Mischung zwischen Raum und Manndeckung, die da praktiziert wird. Das klappt bis jetzt sehr, sehr gut. Ich bleibe auch bei dieser Kritik, selbst wenn da noch was geschehen sollte. Dann muss man von Situation zu Situation neu sehen. Halbzeitpause. Hier im Stadion River Plate in Buenos Aires, Spiel 1:0, galoppierende Inflation.
Million. Gestern habe ich $100 eingewechselt und war plötzlich Millionär. Über 1 Million Pesos habe ich bekommen. Sogar einen Millionenschein. So, jetzt wieder, wie es ausschaut. Beide Mannschaften unverändert in diese zweite Halbzeit gegangen. Das wundert mich ein bisschen. In der Pause habe ich gesehen, dass Bernd Förster, der Bruder von Karl-Heinz Förster, sich ein bisschen warm gemacht hat und warm gelaufen hat, wenn dies hier überhaupt nötig ist. Aber ich glaube, für Spitzenathleten muss das wohl sein. Aber zunächst wird also so weitergespielt in einer Begegnung, von der man sagen kann, dass die Deutschen in dieser ersten Halbzeit nicht nur besser gespielt haben, weil nicht so verhalten. Mein Begriff ist ja in Rio nicht schlecht gespielt worden. Und dass sie in dieser ersten 45 Minuten mehr Torchancen hatten als in Rio im ganzen Spiel. So. Matthäus, Sonderbewacher von Maradona, spielt ganz anders als gegen Zico, den er viel enger gedeckt hat, aber er tut wohl gut daran, sich jetzt so zu verhalten, ein bisschen Abstand zu halten, denn wenn man diesen Mann ganz hautnah beschattet, dann ist die Gefahr, dass man ausgespielt wird und er mit blitzschnellem Antritt weg ist, umso größer. Calderón, Kempes, alle Fotografen hinter dem Tor von Harald Schumacher, wenn sie dort überhaupt noch Platz haben. Eine Unverschämtheit, welche Werbung hier getrieben wird. Und kein Mensch passt auf, niemand von der FIFA, das sei hier einmal ganz deutlich gesagt, diese Werbetransparente stehen bis hinter dieser 5-Meter-Linie, die von der FIFA vor Jahren gezogen worden ist für Fotografen. Und wenn dort ein Spieler reinfällt, dann möchte ich endlich mal das Dilemma sehen. Wie weit soll das denn eigentlich mit diesem Geschäft, mit diesem Unerträglichen noch gehen? So. Das bin ich nun auch los, aber das musste gesagt werden. Müller, Briegel bleibt am Ball. Stielicke. Müller. Libarski, was sage ich denn? Aber das ist halt die Hitze. Ja, packt den, aber den zweiten oder den dritten nicht, doch noch. Fair drüber gesprungen. Maradona macht Fehlpässe. Nicht überheblich werden. Handspiel, da habt ihr Glück gehabt, der Ball wäre... Oh, Handspiel von Maradona. Warum denn so eng? Plötzlich. Stielicke. Kalt. Es gibt nun wieder eine Anfangsoffensive der Argentinier, wie zu Beginn des Spieles. Freistoß gepfiffen, oder? Abseits, ja. Galvan. Und mit der 3 da drüben, Holguin. Kalt.
Basilike. Das sieht man natürlich hier nicht so gern, aber ich habe Glück, ich höre die Pfiffen nicht. Wir selbst hier haben etwa so 80 Grad. Das kommt mir vor wie ein Formel-1-Pilot in dieser Kabine. Ganz fair mit Sliding Tackling und Förster geklärt. Maradona, Briegel. War ein bisschen zu weit draußen, die Linien sind nur schwer zu erkennen. Der im Feld nochmal aufgesprungen wäre, wäre das eine Riesensache gewesen. Barbas mit der Nummer 8, auch ein junger Mann aus dem Junioren-WM-Team. Dort ist keiner, außer Karl-Heinz Förster, der dahin rennt. Ich will damit nur sagen, das ist keine banale Feststellung, dass das auch nicht alles stimmt mit dem Zuspiel. Briegel. Holguin und Calderon. Oh, Kempes. Das ist auch nicht mehr der von 78. Dieser Matthäus, der spürt es einfach. Calderon, das wird gefährlich. Maradona, Matthäus, Briegel. Das ist riskant, diese Kurzpassspiele und diese engen Kopfballspiele zum Mann, der 3 Meter entfernt steht. Litbarski. Die Argentinier sind seit dem 14. Februar kaserniert und die bleiben ja zusammen bis zur Weltmeisterschaft. Die werden noch viel exerzieren müssen, trainieren müssen. Aber, wer weiß. Da kommen Ardiles und benutzt ihn dazu. Dann sieht das gleich anders aus, ähnlich wie bei den Deutschen mit Rummenigge und Magat. Jetzt kommt aber wieder der Matthäus. Schattenmüller war das. Ab und Tor wahrscheinlich, ja. Da haben aber Glück gehabt. Ein dicker Fehler von Hans Müller. Sind plötzlich los da hinten. Lässt er die Bälle fallen. Oh. Vielleicht habe ich es verschrien, weil ich zu viel und zu früh vorausgesagt habe. Dann war es ja gut. Matthäus Breitner. Ein Rubesch allein genügt da vorne nicht. Mit der Doppelspitze ist es ja nun nichts geworden durch die Verletzung von Fischer und durch den Beginn, den anderen Beginn in
in Rio. Vielleicht gibt es noch eine neue Spitze. Sitzen ja noch mit Engels und Mill, zwei junge Leute, ebenso wie Bernd Förster, auf der Auswechselbank. Tremla Kaltz. Ja, wenn man da bedenkt, dass derweil nur 14 Tage Vorbereitungszeit hat nach dem Bundesliga-Ende. Aber es ist auch eine Mentalitätsfrage, ist nicht jedermanns Sache. Vielleicht ist es bei uns so viel besser. Nur zurzeit spielen da die Argentinier Tango, packen fast die Geige aus. Geht da nichts mehr im Moment. Jetzt ist natürlich jede Sekunde kostbar, in der man ein bisschen Zeit gewinnen kann, Luft schöpfen und schnappen kann, um wieder Ordnung ins Spiel zu bringen. Sonst wird es kritisch. Ramon Diaz. Abspiel von Müller. Da muss aber Förster alles bringen, um den Ball zu erwischen. Kaltz. Matthäus. Kempes. Freistoß. Entfernung etwa 30 Meter zum Tor der deutschen Mannschaft. Passarella. Tremler. Ja. Freistoß, gewünscht oder nötig. Oh, oh. Passarella, da sehen Sie ihn im Bild. Ein Glück, dass der noch abgefälscht wurde. Der zweite Eckstoß. Barbas. Er kommt sehr oft aus dem Mittelfeld als offensiver Läufer. Hempes, da ist nichts zu machen. Jetzt macht er Radenkovic wieder.
Einwurf für Argentinien. Calejo. Deutsche Elf hat tatsächlich nur noch einen Mann vorn und das ist Horst Obesch. Jetzt kommt auf der linken Seite Littbarski dazu. Wenn wir gleich eine Totale bekommen, werden wir sehen. Nachrückt Tremmler. Brauchen alles in der Abwehr. Ah, das ist geschicktes Tackling von Matthäus. Stielicke. Da machst du jetzt allein auf und davon. Das gibt's doch gar nicht, aus der eigenen Hälfte. Das kostet Kraft. Jetzt hinkt er sogar, ja, Sie sehen, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst, und bleibt da stehen. Da fehlt jetzt hinten. Freistoß. Deutschen reklamieren und haben geglaubt, es ging gegen sie, aber es geht gegen Argentinien, weil Maradona die Ellenbogen zur Hilfe genommen hat, wie Martina Bazan aus Uruguay angedeutet hat. Nicht erkannt oder zumindest nicht entschieden. Freistoß. Ist langsamer geworden das Spiel. Viele Unkonzentriertheiten schleichen sich ein, die meist zurückzuführen sind, natürlich auf Kraftverlust. Aber das, dafür muss man Verständnis haben. Das muss man hier einmal erleben. Welche Temperatur? Das möchte ich nochmal sehen. Aber wahrscheinlich kann die Szene nicht mehr gezeigt werden, weil es weitergeht. Barbas, Tarantini, nochmal Tarantini, Kempes und Calderon. War wohl im Aus. Wo soll er hinspielen? Er muss das allein machen. Den schafft er noch. Aber von Linie ist nicht mehr viel zu sehen und von Begeisterung im Moment auch nicht allzu viel zu hören. Thank you.
gleich zwei Spiele von der Deutschen Reservebank. Das war Barbas. Der zweite müsste eigentlich Frank Mill sein, wenn ich das auf 180 Meter hier richtig sehe. Aber es wird wohl so sein. Also gibt es wohl einen Wechsel in der Abwehr zur Entlastung von erschöpften Spielern und auch im Angriff könnte es neue Impulse geben. Mach doch nochmal, ja. Ja, abseits. Hilft nicht. Minute 1:1 durch Calderón, den Außenstürmer der Argentinier. Da sehen wir es nochmal. Da kalt die Kraft nicht mehr. Da hilft das Verkürzen des Schusswinkels durch Schumacher nicht mehr. Es steht 1:1 und die Berechtigung kann man ja natürlich auch nicht im geringsten anzweifeln. So, jetzt wollen wir mal sehen. Es wird wahrscheinlich sofort ausgewechselt. Ja, kann ich verstehen. Paul Breitner, Muskelkrämpfe. Nein, auch Litbarski geht. Litbarski geht vom Feld und Paul Breitner ist gegangen. Und Bernd Förster kommt, Sie sehen ihn da im Bild. Und Frank Mill. Das war richtig so. Das hat nichts mit schwacher Leistung zu tun, sondern mit Kräfteverschleiß. Jetzt heißt es, die nächsten Minuten überstehen. Müller. Rubesch macht sie auf und davon. Kein Abseits diesmal, aber schlechter Querpass oder was das sein sollte oder Vorlage oder was auch immer. Mill hat die Nummer 15, falls Sie ihn mal sehen, und ich kann es nicht gleich sagen. Kennen tun wir ihn. Jetzt muss ich noch gucken. Ja, Bernd Förster hat die 13. Das war aber sehr gewagt. Mal sehen, wenn das nochmal gezeigt wird, ob der Torhüter nicht die Hand am Ball gehabt hat außerhalb des Strafraums. Ich meine, ich plädiere da nicht für Freistoß oder so etwas, aber es ist ja interessant, wenn es so eine Ausnahmeregelung gibt, wie die Schiedsrichter da reagieren. Freistoß. Jetzt. Wer liegt da? Matthäus? Wirklich nicht. Ich bin in einer schlechteren Position als Sie, oder ist es der Dremmler? Meines Erachtens. Moment, da können wir es gleich sehen. Ah, es ist Bernd Förster, Karl-Heinz Förster, den Sie dazwischen gehabt haben.
Ja, ja. Frage braucht er keine. Wenn er runtergeht, geht er von alleine. Aber ich glaube nicht, dass er das tut. Bleibt. So. Oh, in der Mitte kann da nichts mehr aufgefangen werden. Das ist er schon wieder. Der eine der beiden Försterbrüder. Das ist der andere mit der Nummer 13. Was gibt's denn da? Eine gelbe Karte? Gibt's irgendwo? Und zwar für Stielicke wohl, ja. Ich hatte keinen Wert, darüber zu lachen oder was. Geld für Stielicke, das ist wohl richtig, ne? Alles verteidigt, geht ja gar kein Abspiel mehr nach vorn, denn nur Rubisch steht da irgendwo und beteiligt sich dann auch noch, rennt auf die Seiten, außer Mill wartet. Und ich finde es auch richtig, er bindet damit ja wenigstens einen Verteidiger. Aber so wie sie hinten rauskommen, die Bälle, kommen sie auch wieder zurück. Stielicke, Müller. Riegel. Hinter mir ist natürlich jetzt wieder lauter geworden mit diesen 100 Radioreportern. Manchmal glaube ich, ist eine Schlägerei im Gange, aber natürlich nach dem 1-1 ist das verständlich. Und nun wollen sie natürlich alle noch mehr. Was natürlich auch drin ist. Mill. Wow. Hat ja auch keine andere Chance. Muss ja gehen. Allein. Tarantini, Barbas und Pasarella. Also zurzeit lassen sie den Ball laufen und unsere Spieler. Weiter. Dafür gibt es nichts, aber dafür gibt es hier Abseits. Das ist jetzt fast so wie bei der Mini-WM. Damals führten wir auch mit 1-0 und haben dann 1-2 verloren in Uruguay. Aber soweit ist es noch nicht. Wir dürfen noch hoffen, das ist immer erlaubt. Enttäuscht bin ich sowieso nicht, trotz allem. Wenn ich an Klima und Reise und Umstellung denke, und auch wenn die Mannschaft nach Hause kommen sollte mit 2 Niederlagen, dann weiß sie wenigstens, wo sie steht. In Rio hat sich gezeigt, das war psychologisch ungeheuer wichtig, dass man mitspielen kann gegen die Südamerikaner. Und heute war es über 45 Minuten auch so. Das andere ist für mich die Folge vom Sonntag. Ohne damit was zu entschuldigen, oder? Sonst was nach sonstigen Gründen zu suchen. Ordnung herrscht ja da hinten noch. Aber das Mittelfeld ist dermaßen überlastet, dass es keinen offensiven Mittelfeldspieler mehr geben kann.
Deshalb müssen die Abwehrspieler die Bälle zu weit nach vorn tragen. Brauchen Kraft, brauchen Luft. Können dann nicht abspielen, weil sich nie einer anbietet. Außer bei Querpässen. Was soll denn mit dem? Kommt auch ein neuer Spieler. Jetzt wird aber da unten weitergespielt. Millis am Ball. Kommt, ja, da. Riegel. Schütze des Ausgleichstreffers. Also das sieht jetzt nicht besonders gut aus. Geht nur über Halten und Warten, bis die Mitspieler irgendwo eine Position gefunden haben, so wie jetzt. Mill. Förster. Riegel. Ja. Mill. Kaltz. Kaltz. Guck mal. Der hat mir am allermeisten Spielraum. Ramon Diaz. Kein Foul. Jawohl, muss weitergespielt werden. Klar, den Ball gespielt. Riegel. Müller. Förster. So verläuft dann alles im Sand oder im Gras. Klappt es übrigens viel besser als in Rio. Matthäus. Mill, das packt er. Ja, Müller. Indirekter Freistoß gegen die deutsche Elf. Das geht natürlich nicht. Nummer 14 kommt. Geht denn auch Rubisch? Ja, und Engels kommt, macht auch sein zweites Länderspiel. Angeschlagen war hier Tarantini, der aber weitermacht bei den Argentiniern. Rubisch geht und für ihn kommt Engels. Mit der 14 im Spiel Hernandez, gerade wollte ich sagen. Freistoß. Es ist gegangen und Herr Hernandez ist gekommen. So, und jetzt Freistoß Maradona oder, wie oft gehabt, Pasarella. Immer noch nicht einverstanden mit den 9,15 Meter. Pasarella. Thank you.
auch richtig, für Kimbers Hernandez zu bringen, ein kopfballstarker Aufbauspieler, der vielleicht noch mehr Linie in das Spiel der Argentinier bringen kann und bringen wird. Jetzt gibt es Geld für die Nummer 4. Auch ganz schön zugetreten gegen Hans Müller. Tarantini mit der gelben Karte mal zunächst verwarnt, dass man damit rechnen muss, dass Hernandez noch mehr Druck machen kann. Kempes spielerisch hat nicht das bringen können, was man hier immer noch von ihm erwartet. Sie wissen, dass er in Valencia war und dort nicht zurechtgekommen ist. Das ist Norbert Engels vom FC Köln. Hernandez mit der 14 am Ball gewesen. Ramon Diaz sozusagen Angriffsspitze. Von Stielicke klar vorausgesehen, das ist der Vorteil, wenn man also das doch sehen kann, hier Original, Fernseh, da kann man mal ein bisschen zu spät kommen. Jetzt könnte man eigentlich schon drüber reden, wie lang noch zu spielen ist, ob man doch noch über die Zeit kommt. Noch 8 Minuten, das wäre dieses 1:1 natürlich ein Achtungserfolg. Meist verblasst ja bei einer schwächeren Leistung in der zweiten Hälfte die Leistung aus den ersten 45 Minuten. Aber die ersten 45 Minuten waren spielerisch und kämpferisch gut angelegt von der deutschen Elf, während sie in der zweiten Halbzeit sowohl die Initiative als auch dann in der Durchführung des Geschehens die Vorteile den Argentiniern überlassen musste. Aber das Schießpulver haben sie auch nicht erfunden. Sie sind zwar sehr, sehr häufig am Ball, finden nur selten eine Lücke. Sodass schwierige Szenen für Schumacher in der zweiten Hälfte fast weniger zu registrieren waren als in der ersten. Auch das vielleicht eine Konzentrationsfrage. Ich habe gesagt, dass in solchen Begegnungen mit verdeckten Karten gespielt wird. Dass in Spanien sicher alles ganz anders ist, aber trotzdem halte ich solche Spiele für wichtig. Nicht alle Vereinstrainer werden mir da zustimmen. Man wird auch erst sehen, wenn man nach Hause kommt, wie anstrengend die Reise für diese Spieler gewesen ist. Niemand hat mit diesen Temperaturen hier, insbesondere in Buenos Aires, gerechnet. Aber es ist so warm, genauso warm wie in Rio. Und wir hatten heute eine besonders hohe Luftfeuchtigkeit von 80-85%. Aber sagen Sie bitte nicht, ich hätte die Luftfeuchtigkeit für das schwache Spiel der deutschen Elf in der zweiten Halbzeit verantwortlich gemacht. Das hat damit nichts zu tun. Aber die enorme körperliche Anstrengung muss irgendwo doch mal erwähnt werden. Sein bitte mir auch erlaubt. Wie komme ich denn nun wieder dazu? Mill. Ball im Aus, sagt der Linienrichter. Tarantini hier im Vordergrund mit einwerfen. Dann wieder Barbas. Der spielt da so eine ähnliche Rolle, wenn auch nicht so kunstvoll wie Adelio am Sonntag in Rio bei den Brasilianern. Und dieser Achter hatte, war zufällig auch die Nummer 8, für mich auch zu viel Spielraum. Bernd Förster, kalt. Thank you.
Ja, das finde ich gut, so etwas. Das finde ich gut. Allein schon der Flügelwechsel, wenn auch wieder nichts draus geworden ist. Hernandez. Sind immer die gleichen Züge. Dann bietet sich Ramon Diaz an, hier wieder. Wieder Barbas. Wird man sich auch merken müssen, die zwei Namen für Spanien. Der argentinische Torhüter hockt am Boden am Elfmeterpunkt. Der letzte Mann steht im Mittelkreis. Können Sie ermessen, was sich hier abspielt? Noch 3 Minuten und Eckstoß. Freistoß wegen Aufstützens, jawohl, Freistoß für die deutsche Elf. Natürlich Resultat halten, denn mit dem 1:1 kann man nach der zweiten Halbzeit zufrieden sein, wenn es so kommt, wenn es so bleibt. Die Bilanz ist ja positiv gegen Argentinien bei 6 Spielen. Gab es 3 Siege, ein Unentschieden und nur 2 Niederlagen. Bei 11:8 Treffern zugunsten der deutschen Elf. Aber ich habe den Eindruck gehabt, in Rio hat die Mannschaft auch ein bisschen zu früh auf Zeit gespielt. Und das ist der 7 Minuten vor Schluss zum Verhängnis geworden. Deshalb ist auch ein weiter Abschlag mal wieder angebracht. Mill. Freistoß. Kalt. Nochmal. Stielicke. Förster. Das nennt man nicht nur im Eishockey einen Befreiungsschlag. Etwa 5 Meter über das Tor, hinten bis an die Bande. Ich bleibe dabei, dass es mir in der ersten Halbzeit gut gefallen hat von beiden Mannschaften. Vielleicht ist es Ihnen auch so gegangen. Und dass es natürlich in der zweiten Halbzeit kein gutes Spiel mehr war. Die Deutschen hatten erhebliche Schwierigkeiten. Aber die man erklären kann, dass die Argentinier nicht mehr daraus gemacht haben in diesem zweiten Abschnitt, spricht nicht gerade für sie. Aber das ist Sache von Menotti und nicht von mir. Noch 60 Sekunden. Maradona ist mir lange nicht mehr begegnet. Es war Handspiel, aber Vorteil weiter, weil wir am Ball bleiben mit Mill. Oh, jetzt sage ich schon wir. Dabei spiele ich gar nicht mit. Ich habe ja eine Zeit, wo so etwas verboten war, so sagen wir. Ja, der Wert der Südamerika-Reise, wenn man eine Bilanz ziehen soll, ist der, dass die Mannschaft wohl den Eindruck bekommen hat, sie kann mitspielen, sie braucht keine Bedenken zu haben, auch wenn das nicht überragend war. Schlusspfiff, 1:1 trennen sich Argentinien und die Bundesrepublik Deutschland im Länderspiel hier in Buenos Aires im River Plate Stadion. Ein Vorgeschmack vielleicht in jeder Beziehung, auch in negativen.